Willkommen zum Attentäter DD Guide. Ich stelle jetzt die Hass-Skillung vor, auch auf Wunsch unserer Community hin, wurde darum gebeten. Ich gehe jetzt ganz kurz auf meine Utilities mal wieder ein. Der Skillbaum ist uns ja, wie ihr wisst, vorgegeben. Ich habe Vernebelung genommen, 15% Bewegungstempo, effektive Tarnstufe erhöht. Dann habe ich meinen AOE-Schaden durch Abstrafen ein wenig erhöht. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, ob ich lieber elektrische Bindung oder doch Vermeidung skille. Ich habe mich dann für elektrische Bindung entschieden. Es ist für manche Bosse in den Instanzen zumindest nicht ganz so unsinnig. Man kann natürlich auch wieder zwischen wechseln und es natürlich bedarfsspezifisch anpassen. Dann habe ich eben noch Disjunktion geskillt. Erhöhter Machtschleier ist zur Schadensverringerung bei mir selbst nicht ganz so schlecht. Und die Dauer von Machttempo ist dabei auch erhöht. Verwegenheit kommt noch dazu. Habe ich eine Ladung mehr Wagemut. Natürlich auch nicht schlecht. Dann habe ich noch ein bisschen was Heiler-Unterstützendes geskillt. Einfach der Schutz des Attentäters bringt den Heilern eben eine Bonusheilung. Und meine sämtliche erhaltene Heilung ist dabei auch noch erhöht. Dann habe ich noch Hand der Dunkelheit genommen. Bewirkt eben, dass mein Saugschlag das Ziel 2 Sekunden lang lähmt. Gut. Ja, ich mache das Ganze jetzt in der Tank-Skillung, weil ich mit dem hier ganz einfach noch gar keinen DD-Gear habe, aber das ist ja auch vollkommen wurscht. Wichtig ist dabei natürlich wieder darauf zu achten. 110% Präzision ist ganz wichtig. Man sollte natürlich zusehen, Bonusschaden muss hoch sein. Die kritische Trefferchance sollte entsprechend hoch sein. Und selbstverständlich auch der kritische Multiplikator sollte über 70% liegen. Also ich würde sagen, 20 bis 25% Crit sind ein Muss. Und da kommt man mit dem DD-Gear sowieso hin. Und kritische Multiplikator definitiv bei 70 bis 75%. Das ist ganz wichtig. Zur Rotation hat sich im Vergleich zum alten Content nicht ganz so viel geändert. Wir bauen jetzt anstatt, das war die ganze Zeit eben nur Prügeln-Spam, wenn nichts anderes geht, eben den Saugschlag. Das ist unser neuer Skill, den bauen wir eben noch wieder mit zwischen ein. Verursacht 3699 bis 4215 Schaden und heilt mich um 50% des von mir verursachten Schadens. Das Ganze kann ich eben auch noch erhöhen in meiner Skillung auf 100%. Aber ansonsten hat sich da wirklich nicht viel verändert. Unsere Cooldowns, um eben unseren Schaden zu erhöhen, sind Schwertüberladung und Wagemut. Gut, ja, ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz ran, zeige ein bisschen die Rotation. Wir fangen mit Niederreißen an. Das habe ich fast vergessen, hat unsere erdrückende Dunkelheit ersetzt. Die erdrückende Dunkelheit können wir jetzt selbstverständlich komplett rausschmeißen. Ich gehe mit Niederreißen ran, hau ein Todesfeld hinterher, schleichender Schrecken, Entladung, anschließend direkt meinen Saugschlag prügeln und natürlich kriegen wir auch weiterhin Procs, dass wir Meucheln vor der 30% Phase benutzen können. Da habe ich jetzt aber für mich so die Regelung gefunden, weil es eben ein Proc ist und hier die Abklingzeit bei Saugschlag die ganze Zeit weiter drauf läuft, benutze ich erst den Saugschlag, damit da die Abklingzeit schon mal wieder beginnen kann, abzuklingen dementsprechend. Und bei Meucheln, das wende ich eben danach an. Das ist ja auch kein Thema. Und immer, wenn wir eben den Proc bekommen, Niederreißen instant zu wirken, dann wirken wir den auch instant. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich beginne jetzt einfach mal, wir gucken uns das ein bisschen an. Und ja, es ist wirklich nicht schwer. Es hat sich im Vergleich zum letzten Content nicht so viel verändert. So, jetzt packe ich meine ganzen Sachen hier drauf. Zack, jetzt habe ich das schon mal angewendet. Saugschlag drauf. Ja, bevor jetzt irgendwer was sagt, ich weiß, ich habe den Saugschlag gerade an der falschen Stelle benutzt. Werde ich gleich besser machen. Das kann immer mal passieren, auch in der eigenen Rotation, wenn man das am Boss fährt. Es bringt einen nicht um. Es geht nur um einen minimalen Schaden, der dabei im Flöten geht. Also der ist wirklich ganz, ganz minimal. So, jetzt ziehen wir eine wieder. Jetzt haben wir wieder den Skill. Zack. So, jetzt muss ich meine Dotzen selbstverständlich wieder neu draufbringen. Ganz wichtig. Das ist auch immer sehr wichtig, den schleichenden Schrecken und meine Entladung draufzubringen. Ansonsten geht auch ganz viel Damage flöten. Denn den Proc für Niederreißen bekommen wir dadurch, wenn wir einen Nahkampfangriff
auf den Gegner machen, wenn Entladung drauf gewirkt wurde. Also es ist, wie gesagt, es ist relativ eintönig, aber die Skillung macht gut Schaden, wenn man jetzt TDG anhätte. Hust, hust und ja. Jetzt haben wir die Rotation nochmal ein bisschen gefahren. Es ist wirklich nicht kompliziert, guckt es euch an. Und wenn es da nochmal Probleme gibt, dann guckt auf jeden Fall in den Guide rein. Im Guide selber steht auch nochmal die Prioritätenliste drin und auch wie man den Kampf eben beginnt. Ja, das war's auch schon zum Attentäter. Die ganzen Dev-Skills, was die bewirken und so weiter und so fort, findet ihr selbstverständlich im Tank-Guide. Der ist schon fertig. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Attentäter-DD und bis zum nächsten Mal.